Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich bin Sandra Hochhuber und hier geht es um die Eigenliebe, das Selbstvertrauen und den Selbstwert. Und heute mag ich dir die Frage stellen, ob du Trauma in deinem Körper hast. Und Trauma ist hier so zu sehen, dass es eine traumatische Erfahrung in deiner wahrscheinlich Kindheit oder Jugend war. Und diese traumatische Erfahrung, die findet sich dann oft im Körper wieder. Also wir haben das, dass sich bestimmte Gefühle im Körper so zeigen. Und wenn die eben nicht gefühlt wurden, wenn sich da niemand diese Gefühle so angeguckt und angefühlt hat, dann kann es sein, dass die im Körper so ausharren. Und auch wenn dir später in deinem Leben was passiert ist, was für dich traumatisch war, dann merkst du das regelrecht in deinem Körper. Was kann das sein? Also ganz, ganz oft Kopfschmerzen und Migräne, das ist ein möglicher Ausdruck für diese alten Gefühle und eben traumatischen Erfahrungen, die damit so verknüpft waren. Denn dass es oft zu Herzklopfen kommt, das ist dann oft, dass darunter so eine Angst war, wenn man so schwitzige Hände kommt, dann gibt es die Möglichkeit, dass der Kopf und der Rücken ist, dass es wirklich so ich übertreibe es hier, so in sich zusammengesackt ist. Und oft sind das Menschen, die dann schon als Kinder gehört haben, jetzt stell dich doch mal gerade hin, achte auf deine Haltung. Und da kann das eben sein, dass dieses Kind sich damals schon so ein bisschen klein gemacht hat. Das ist eine Möglichkeit. Dann gibt es da oft so Probleme und Schmerzen im Magen. Und an sich alles, was mit der Verdauung zu tun hat. Also wie wir das, was wir aufnehmen, dann auch verdauen können. Natürlich sollte immer alles zuallererst mit dem Arzt abgeklärt werden. Und es gibt viele Methoden, um diesen körperlichen Empfinden dann auch so zu begegnen. Und ich möchte dir einige zeigen. Und das ist was, das ganz, es geht um Atmen. Und wenn du jetzt mal kurz so darauf achtest, wie du atmest jetzt im Moment. Und wo du so hinatmest. Und möchte ich dich einladen, das mal gar nicht zu bewerten. Und mach das bitte nur, wenn du gerade nicht mit dem Auto fährst. Was auch eine ganz gute Idee ist dabei, die Augen zu schließen. Und dann atme bitte ganz tief durch die Nase ein, tief in den Unterbauch. Du kannst deine Hand auf deinen Bauch legen. Und dass sich der Bauch so richtig wölbt, halte den Atem und atme ganz langsam aus. Und nochmal tief einatmen. Halte den Atem, halte ihn und atme ganz langsam aus.
Mach das jetzt in deinem Rhythmus weiter und wenn wir so ganz tief und ruhig in den Bauch atmen, dann ist das eine Mitteilung an unseren Körper, dass alles in Ordnung ist. Gib die Möglichkeit beim Einatmen und Ausatmen und den Pausen dazwischen zu zählen, um näher an einen bestimmten Rhythmus zu kommen. Wenn du dir einfach nur merkst, dass du länger ausatmest, hast du schon ganz viel gelernt. Da kann es sein, dass sich dann auch sein Gähnen einstellt. Du. Richtig runterfährst. Und so einfach ist es, sich auf ruhige und entspannte Art zu entspannen, zu beruhigen und zu besänftigen. Dann komm wieder hierher zurück. Du spürst deine Füße auf dem Boden, deinen Po auf der Unterlage. Du kannst dich so ein bisschen recken und strecken und die Augen öffnen. Und kommst jetzt hier schon so ein Stück entspannter an. Und das kann man weniger ausgedehnt ja auch zwischendurch machen, wenn man an der Kasse wartet, wenn man irgendwo in der Schlange steht. Das geht total gut, dass man dann langsam atmet. Und in der Tendenz atmen wir oft nur so im Brustraum und gar nicht so tief in den Bauch. Und allein, wenn du das schon veränderst, dann tust du dir echt einen großen Gefallen. Und wenn du jetzt gemerkt hast, könnte schon sein, dass ich da so Trauma im Körper habe, kannst du dich auch gern bei mir melden. Ich wünsche dir alles Gute für dich und die Deinen. Atme.